Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video, es geht um das Trust Level. Und zwar, wie baue ich mein Trust Level weiter auf und was beeinflusst das Trust Level überhaupt? Und auch nochmal so ganz kurz, was es an sich ist. Im Hintergrund habe ich jetzt übrigens mal wieder ein Gameplay laufen, das ist jetzt ein nachkommentiertes Commentary, damit ich mich besser fokussieren kann auf das Thema an sich, weil es doch sehr komplex ist. Dieser Trust-Faktor wurde jetzt ganz frisch eingeführt. Ihr werdet anhand von vieler Aktionen, die auf Steam und auf CSGO geschehen, bemessen. Und daraus ergibt sich dann euer persönlicher Trust-Faktor. Und nach diesem Trust-Faktor werdet ihr mit anderen Spielern, die den gleichen oder ähnlichen Trust-Faktor haben, zusammengewürfelt im Matchmaking. Prime zählt da zwar mit rein, wer Prime hat, wird auch direkt höher getrustet. Es muss aber auch nicht sein, man kann auch ohne Prime ganz gut getrustet werden. Valve lässt diesbezüglich keine Informationen nach außen. Sie sagen, sie wollen das geheim halten, damit man da nicht irgendwie sich durchfuchsen kann durch das System und dann es dann vielleicht hintergehen kann, erstens. Und zweitens, weil es ständig neue Updates geben wird, neue Werte, die mit reingenommen werden in diese Bewertung. Und dann wäre diese Liste eben ständig outdated und müsste erneuert werden und das ist wahrscheinlich einfach zu viel Arbeit für die. Das Ganze wird gemessen an zwei großen Faktoren. Einmal, ob und wie stark ihr ein positiver Member der CSGO-Community seid und ob und wie stark ihr ein positiver Member der Steam-Community seid. Wir fangen erstmal bei CSGO an. In der Beschreibung steht er bereits positiv, das heißt, man sollte ein sehr positiver Mitspieler sein in Matchmakings. Da ist da schon mal der erste Punkt, ob ihr in dem Spiel auch wirklich bleibt und das durchzieht und nicht einfach lief. Wenn ihr einfach lief, werdet ihr schlechter gerankt in eurem Trust-Faktor. Ich sage jetzt zwar gerankt, aber ich meine, damit nicht den Rank, sondern eben diesen Trust-Faktor. Ich spreche jetzt heute eh nur vom Trust-Faktor. Euer Trust-Faktor sinkt also, wenn ihr einfach Rage quittet. Achso, und die Informationen habe ich übrigens einfach aus dem Internet, aus verschiedenen Foren, von Mates und so weiter und so fort zusammengesammelt. Das ist alles nicht von Valve bestätigt, da sie ja selbst sagen, sie machen sowas nicht. Aber es sind Dinge, die zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit mit hineinzählen. Oder hineinzählen werden. Weil sie das ja immer weiter aktualisieren wollen. Also nicht einfach leaven, denn das beeinflusst euren Trust-Faktor. Zu viel zu kicken hat früher schon dazu geführt, dass man gebannt wird. Heute führt es noch zusätzlich dazu, dass der Trust-Faktor sinkt. Es ist also schlecht, wenn man andauernd Leute kickt. Reported werden zählt auch negativ mit hinein und reporten zählt negativ mit hinein. Wenn ihr zu viel reportet, dann sinkt euer Trust-Faktor. Weil man, das ist eigentlich ein riesiges Thema für sich, davon ausgeht, dass die Community bereits Cancer ist. Die Community besteht nur noch aus Salt, aus Leuten, die gar nicht erkennen, ob jemand cheatet. Man sagt sich zwar ständig, ganz klar, der cheatet, aber man kann sich in den meisten Situationen nicht sicher sein. Und ständig zu reporten führt dazu, dass euer Trust-Faktor sinkt. Bezüglich dieses Themas, das ist ein sehr heikles Thema, ich weiß, weil sehr, sehr viele eben voll eingefahren sind, was das angeht, habe ich bereits ein Video aufgenommen, aber es noch nicht hochgeladen. Ich wollte es eigentlich gestern hochladen, da kam aber das Update und ich dachte, geil, dieses Update passt perfekt zu meinem Video, denn da bespreche ich genau diese Sache mit dem Cheater-Callen, Cheater erkennen, dass die Community schon so broke und im Arsch ist, dass wenn man von heute auf morgen, und das ist nur ein winziger kleiner Teil von diesem Vortrag, den ich euch dann noch hochlade, alle Cheater entfernen würde aus CSGO, würde es immer noch genauso viele Reports geben. Es würde gar nicht weniger werden, weil die Leute behindert sind. Dazu gibt es ein ganzes Video, wo ich das ganz genau durchspreche. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das sollte dann morgen online gehen. Also, zu viel kicken und zu viel reporten ist schlecht für euch. Reporter zu werden ist natürlich auch schlecht für euch. Man kann bei CSGO als Profil auch bewertet werden. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr in diesem Hauptbildschirm seid, am Anfang in dem Main-Menü, seht ihr oben links einen Rank und so und da rechts davon stehen Bewertungen. Die zählen da auch mit rein. Das sind ausschließlich positive Bewertungen, die man da abgeben kann. Wenn ihr davon Fehler habt, steigt auch euer Trust-Faktor immer weiter an. Dann, das mischt sich eigentlich schon mit Steam an sich, aber ich zähle es zu CSGO hin, ist es natürlich noch die Spielzeit, die wichtig ist, die euer Trust-Faktor steigen lässt. Auch die gespielten Spiele, also wie viele Spiele ihr schon gespielt habt. Nicht wie ihr gespielt habt, ob ihr jetzt verloren habt oder gewonnen habt, aber einfach wie viele Spiele ihr schon habt. Auch wenn ihr Dinge im Counter-Strike Community Market kauft oder verkauft, wirft ein gutes Bild auf euch, weil ihr aktiv in CSGO seid, in dieser Community. Ihr seid eben, ja, ein positives Mitglied. Fuck, die Zeit rennt davon, oh Gott. Ich glaube, das Gameplay ist nur 9 Minuten lang. Schii. Der Überpunkt ist einfach diese Aktivität als positives Mitglied in dem gesamten CSGO-Bereich. Wenn man da viel macht, dann steigt man auf. Da man eben davon ausgehen kann, dass Cheater mit ihrem extra Cheat-Account beziehungsweise Smurfer und so weiter mit ihren Zweit-Accounts gar nicht so viel machen. Also diese Accounts praktisch nicht so genutzt werden, wie sie von normalen Usern genutzt werden würden. Und darum geht es ja im Kern. Dass diese Accounts, also Cheater und Smurfer, alle nur noch zusammenspielen können. Nicht mehr mit normalen Leuten, die wirklich was erreichen wollen, die Spaß haben wollen beim Spiel und so weiter und so fort. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, euer Prime-Status zählt natürlich auch mit rein. Wenn ihr geprimed seid, und das zähle ich jetzt auch rein zu CSGO, dann habt ihr auch einen besseren Trust-Faktor. Was natürlich auch nochmal ein sehr großer Punkt ist, ist die Overwatch-Haftigkeit von euch. Könnt ihr Overwatches schauen und habt ihr das auch schon gemacht? Wie viele habt ihr schon gemacht und so weiter? Dann seid ihr natürlich auch ein extrem positives Mitglied, weil ihr sogar aktiv dabei mithelft, Cheater und Griefer aus dem Spiel zu verbannen.
wann. Das gibt natürlich auch nochmal einen Trust Boost. Was viele übrigens auch gefragt haben, der Rank und das Level, das wird nicht in den Trust Faktor mit reinzählen, da beides ständig variabel auf und ab gehen kann. Das Level fängt ja ständig wieder von vorne an, wenn man sich die Sterne holen kann, und der Rank, naja, das ist ja so oder so so eine Sache. Es gibt ja extra noch einen Zusatzrank, und zwar dieser Expired Rank oder sowas, abgelaufen. Ich weiß nicht genau, ob er so heißt. Den erhaltet ihr, wenn ihr lange Zeit inaktiv seid. Dann bekommt ihr nicht mehr keinen Rank, sondern eben einen Rank, der extra dafür da ist, um anzuzeigen, dass ihr schon lange nicht mehr gespielt habt und aber schon mal gerankt wart. Einige Leute meinen auch, dass die Awards mit reinzählen, die man in CSGO freispielen kann. Diese ganzen Punkte, ihr müsst mal bei CSGO oben rechts auf Awards gehen und dann auf Achievements. Und da seht ihr, was ihr schon so freigeschaltet habt, und man geht davon aus, dass das auch mit hineinzählt. Wenn man sehr viele Awards hat, heißt das ja auch fürs Spiel, dass man schon sehr lange spielt. Man ist ja daran interessiert, diese Sachen freizuschalten, hat vielleicht sogar an manchen aktiv gearbeitet, also sie zu erreichen. Man zeigt also Liebe für das Spiel und zeigt somit eben auch, dass man kein Pisser ist, wie es bei Smurfern oder Cheatern der Fall ist. Die haben solche extra Sachen meist nicht. Sowas haben nur normale User. Klar, die Dinger kann man sich auch irgendwie herbeikaufen, herbeicheaten, aber deswegen ist es ja auch nur eine kleine Sache von vielen Dingen. Speziell zu CSGO war es das jetzt erstmal. Das sind zumindest die ersten Informationen, die ich so zusammenraffen konnte, mit denen ihr euren Trust-Faktor erhöhen könnt, wenn ihr wirklich nur in CSGO tätig seid. Was natürlich noch ein extrem wichtiger Faktor ist, ist Steam. Vor allem kann man da viel, viel, viel mehr machen als in CSGO. Zum Beispiel kommt das da auf euer Steam-Level an. Je höher, desto besser. Eure Freundesanzahl in eurer Freundesliste, je mehr, desto besser. Eure Spieleanzahl, je mehr, desto besser. Wie lange ihr andere Spiele schon gespielt habt, tatsächlich einfach in Stunden, aber im Gesamten gesehen. Mehr Stunden ist gleich besser. Positive Aktivitäten auf Steam kann man unzählig viele machen. Zum Beispiel könnt ihr bei euren Freunden etwas ins Gästebuch schreiben, also in die Profilkommentare. Es ist sicherlich auch nicht schlecht, wenn bei euch schon einiges drinsteht. Und am besten nicht nur Cheater oder so. Was auch positiv ist, wenn ihr zum Beispiel bei Steam Workshops, also egal zu welchem Spiel, schon irgendwas gemacht habt, irgendwas hochgeladen habt. Wenn ihr vielleicht Videos oder Screenshots hochgeladen habt. Man also merkt, ihr seid ein aktiver User, der seinen Steam-Account wirklich nutzt und nicht irgendein Bangert, der eben diesen Account nur zum Cheaten benutzt. Wenn ihr Spiele reviewt zum Beispiel. Auch sehr gut. Ihr könnt einfach in den Markt gehen und da irgendwelche Spiele reviewen. Wenn ihr nicht genug Spiele habt, holt euch einfach diese unzähligen kostenlosen Spiele und spielt die ein bisschen. Vielleicht ist ja echt was Lustiges dabei, was euch gefällt. Also um noch einen kurzen Ansatz zu bringen, wie man wirklich aktiv da jetzt was dran ändern könnte. Wobei es ja völlig ausreicht, nehme ich an, wenn ich euch sage, woran der Trust-Faktor festgemacht ist. Dann könnt ihr ja automatisch sagen, okay, alles klar. Ich weiß, wie der Hase läuft. Auch das Nutzen der Wishlist ist positiv. Wenn da ein paar Spiele drauf sind, man merkt einfach, dass ihr da seid. Ihr spürt, es geht alles in eine Richtung. Man kann Kuratoren folgen auf Steam, das habe ich selbst noch nicht gemacht. Es gibt unzählig viele Sachen. Also wenn ihr alleine mal oben auf die Community klickt in Steam und dann auf Discussions zum Beispiel. Wenn ihr an Diskussionen teilnehmt, Leuten helft bei Problemen und so weiter und so fort oder selbst irgendein Problem erfragen möchtet. Das sind alles sehr positive Dinge, die euren Trust-Faktor steigern. Wenn ihr zum Beispiel auch handelt auf dem Marktplatz. Wenn ihr da was reinstellt oder mal was gekauft habt, wie auch immer. Sehr positiv. Man kann auf Steam selbst auch broadcasten, also Livestream. Wenn ihr da ein paar Livestreams angesammelt habt, dann läuft es. Man kann auch eigene Guides schreiben. Wenn ihr also irgendwelche Informationen habt, die ihr vielleicht anderen mitteilen wollt, dann schreibt einen kleinen Guide für irgendein Spiel. Das sind alles Dinge, die euch zu einem positiven Mitglied der Steam-Community machen. Da könnt ihr euch auch komplett auf CSGO beschränken. Ihr bewertet einfach mal CSGO, ihr schreibt einen Kommentar unter CSGO, also wie toll ihr das findet, in eure Bewertung rein. Ihr schreibt einen kleinen Guide zu CSGO, ihr ladet ein paar Screenshots von CSGO hoch und ein paar Videos. Vielleicht macht ihr noch einen kleinen Broadcast zu CSGO, weil viele ja sagen, ich hab nur Counter-Strike und mehr habe ich nicht. Selbst damit kann man schon so viel machen, um seinen Trust-Faktor zu erhöhen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bereits jetzt über die Zeit drüber bin und ihr jetzt gerade Schwarzbild seht oder vielleicht... Oh Gott, das hat sich irgendwie wie Schwanzbild. Schwarzbild! Oder irgendwas, was ich jetzt eben da einfach so reinfüge. Aber dieses Thema scheint euch doch auch verwirrt zu haben. Viele haben gefragt, shit, was ist los? Ich hab nur dies, ich mache nur das, ich bin auf Steam nicht aktiv, ich hab nur CSGO oder ich hab nur so und so viele Spiele, ist das jetzt arg schlimm und so weiter und so fort. Alles, was euch als normalen menschlichen User ausmacht in Steam und auch in CSGO, ist positiv und alles andere negativ. Also der Umkehrschluss von jeder Aktion. Keine Spiele zu haben. Keine Review geschrieben zu haben und so weiter und so fort. Steam bzw. Valve geht dann davon aus, alles klar, das ist ein inaktiver Kerl, Account, Mensch, Frau. Da ist doch was im Busch. Und lasst euch aber jetzt noch kurz zum Ende beruhigen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jeden Tag ein Review schreiben müsst oder sowas. Macht die Sachen halt einmalig fürs Erste. Vielleicht macht es ja Spaß und ihr entdeckt irgendwie, dass ihr ultra gut Reviews schreiben könnt und fangt bei GameStar an oder so. Man weiß das nicht. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen aus der Sache raushelfen und auch schon mit einigen Anmerkungen klar machen, dass dieses Update ziemlich nice ist. Und dass, wenn es negative Dinge hat, wie zum Beispiel, dass man als sehr guter Spieler reported wird und dann vielleicht das Trust-Level leicht angekratzt ist. Man sinkt übrigens dann nicht stark, wenn alle anderen Sachen passen. Es kratzt eben nur an deinem Level, aber ich habe da jetzt, glaube ich, schon so ein paar Seitenhiebe gegeben, dass die Community sich ändern muss. Die Menschen müssen sich ändern in ihrem Denken. Aber wie gesagt, darüber gibt es bereits ein Video, das ich dann morgen hochladen werde und da geht es dann ans Eingemachte. Sehr wichtig für alle, die sehr oft Cheater callen oder auch die gar keine Cheater callen. Ganz
ganz wichtig. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch helfen konnte. Ihr könnt gerne noch in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich habe sicherlich nicht alles genannt und es wird auch immer mehr Neues hinzukommen. Aber das sind schon mal die Sachen, die ihr im Kern unternehmen könnt oder die im Kern wichtig sind und die euren Trust-Faktor beeinflussen. Also viel Spaß mit dem neuen Update. Rastet ordentlich aus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.